Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Shattered Memories. Ich find's wieder euer Lord 986. Shattered Memories? Origins! Ich find's wieder euer Lord 986. Keine Angst, Shattered Memories kommt hier nach. Warum auch immer ich jetzt gedanklich schon da war. Und falls diese Folge später online kommen sollte, bitte ich das zu verzeihen, aber es gab. Och, diese Uhr. Gab Probleme. Dank der Kolossus und deren ihrer Deinstallation wollte das nicht alles so, wie ich wollte. Etwas weißes Moment mal, wir waren doch schon in der richtigen Welt. Ich Deppges. Na, alter Mann, Erinnerungen lassen auch schon nach. Ich denke, das geht schon irgendwie in Ordnung. So, hier haben wir auf jeden Fall irgendwo ein wunderschönes, nettes Monster. Welches sich nicht bewegt anscheinend. Ah, doch, ja. Ja, du bist ein Spuckerle. Da liegt dann auch was. Oh. Todesursache, Überdosis. Ja, das hätte ich jetzt fast gar nicht erwartet. Raus hier. Erstmal raus. Wir sind in der Alternativrealität unterwegs und können hier vielleicht in den Pool rein. Nein. Weil ich da noch nicht mal irgendwie drauf kann. Und irgendwie ist es hier sogar positiv angenehm hell, muss ich sagen. Pool. Och, ja, dann können wir so nicht runter, sondern müssen über die Stufen runtergehen. Und bekommen. Ey. Bekommen. Was haben wir denn jetzt? Juwelenherz. Ein goldenes Herz mit zwei eingesetzten Juwelen untersuchen. Wenn ich es schüttle, höre ich da drinnen etwas klappern. Gut. Wenn ich es schüttle, höre ich da drinnen etwas klappern. Damit dürfte eigentlich schon ziemlich offensichtlich sein, was wir zu tun haben. Den ganzen Weg wieder zurück. Vielleicht kommen wir dadurch zurück. Und das noch nicht mehr in dieser Welt, sondern dann auch später in der Realität, realen Realität. Moment mal, gibt es hier nicht eine schöne Abkürzung oder so? Außen rumlatschen? Nein. Na toll. Um das Teil dann kaputt zu machen. Ja, hier gibt es offensichtlicherweise keinen Durchgang. Gehen wir mal hier rein. Der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Was haben wir da? Den verzierten Dolch gefunden. Ah, ja. Okay. Kann das sein, dass ich ihm gerade die ganzen Materialien für das Schloss ist defekt. Für das Ritual zusammensammle? Worüber wir bisher noch nichts weiter wissen, aber so verzierter Dolch, so ein Herz, wo was drin ist und so was alles, das scheint ja dann doch so ein bisschen darauf hinzuweisen, würde ich sagen. Schlossdefekt. Ja, was ist das Schlossdefekt, danke. Was ist das Grausamste an Silent Hill? Genau, es ist die Kamera. Das Schloss ist ebenfalls defekt. Auch defekt. Auch kaputt. Aber hier gibt es zumindest Munition fürs Jagdgewehr. Zweimal. Das ist immer toll. Das Tor ist festgerostet. Das heißt, auf dieser Etage oder hier in dem Bereich müssen wir gleich alles untersucht haben. Hammer gefunden und auch mitgenommen. Toilette, nicht appetitlich. Man könnte auch sagen, ekelhaft. Moment, du hast ihn gerade noch irgendwo hingeguckt. Oder sah das nur so aus? Nein, das sah nur so aus. Wir sind hier also nur für den Hammer reingegangen. In
die Richtung. So, letzte Tür. Das Schloss ist auch defekt. Dann gucken wir doch mal eine Etage höher. Och, jetzt bin ich zu bräsig, um hier eine Treppe hochzulaufen. Mein Gott. Kann doch nicht wahr sein, sowas. Warum gehe ich hier hoch? Weil wir hier auf der Etage noch gar nichts in beiden Welten sogar erforscht haben. Schlossdefekt. Schloss nicht defekt. Interessant finde ich, dass hier in dieser Welt eben gerade weniger los ist als in der anderen. So, monstertechnisch gesehen. Ah, da liegt doch was. Oder sah das jetzt nur so aus? Nein, das ist nur eine Toilette. Eine Toilette liegt da, ja. Die lassen wir da aber auch liegen. Sonst scheint es hier nichts weiter zu geben. Einfach nur ein sinnloser Raum. Wie sollte es auch anders sein? Auch sowas muss es ja zwischendurch mal geben. Schlossdefekt. Ja, Schlossdefekt, ich hab's verstanden. Gut, was zum Teufel bist du denn diesmal? Du bist neu. Schlossdefekt. Schlossdefekt. Warum zum Teufel habe ich dann so eine komische Kameraansicht hier? Ja, genau das wollte ich verhindern. Viereck. Ich habe Viereck gedrückt. Dreieck, so. Jetzt habe ich aber wirklich gedrückt hier. Komm, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Ich bin ein alter Mann, ich kann auch nicht mal laufen. Also, lass mich einfach gehen. So. Schlossdefekt. Hier sind sie so ein bisschen einfallslos geworden, habe ich das Gefühl. Weil hier sind nur Schlösser defekt. Nichts anderes. Nur Schlösser sind defekt. Eine Dusche mehr. Und ein ganzes Zimmer mehr, wo einfach nichts ist. Es ist so toll. Naja, hier kann man sich zumindest vor den Monstern verstecken. Das ist ja auch schon mal was wert. Zwar nicht unbedingt viel wert, aber so ein bisschen was. Schlossdefekt. Da hinten kommen wir eh nicht weiter. Das heißt, wir haben noch drei Räume und dann sind wir durch. Schlossdefekt. Was haben wir? Da ist ein schmaler Spalt in der Tür. Haha! Ich habe den verzierten Dolch benutzt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ihn benutzt. Was haben wir denn da Schönes? Munition für Schrotgewehr. Ah, stopp, stopp, stopp. Du hast ja was angeguckt. Ein weiteres Mordopfer. Todesursache erstechen. Also hier war auf jeden Fall dicke Party mal gewesen. Irgendwann einmal. Ja, komm, nimm der Tacke bei. Fleischerbeil. Fleischerbeil kann man immer gut gebrauchen. Kamera, könntest du? Danke, damit ich hier auch sehe, wo ich... Bin ich da jetzt nur für ein weiteres Foto reingerannt? Mehr ist hier nicht. Ah! Ein Loch! Schön, wenn die Kamera einem das dann doch mal ermöglicht zu sehen. Der Spiegel ist fahren. Oh. So, da. Noch ein Loch. Aber bevor wir da durchgehen, nehmen wir zumindest dich noch mit. Erste-Hilfe-Kit. Ja, diesmal gehen wir durch das Loch in der Wand. Moment, wir sind jetzt in diesem Zwischenbereich, in diesem Zwischenraum, wo wir schon mal drinne waren und wo wir reichlich merkwürdige Sachen dann gesehen hatten. Wo auch Löcher in der Hand waren. Ah! Todesursache, gebrochenes Herz. Aber da war gar kein Bild. Moment mal.
Okay. Das ist der Typ, mit dem wir gerade noch geredet hatten. Lisa ist schuld. Definitiv ist Lisa schuld. Es muss einfach Lisa schuld sein. Okay, das Schloss ist defekt. Ja, komm. Sammel es auf. Was auch immer es sein mag. An einen Geist. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu verstellen, oder? Wir beide wissen, dass dieses Etwas in Cedar Grove nicht du bist. Du bist an dem Tag gestorben, an dem du versucht hast, unseren Sohn zu töten. Als ich dir heute mein Geschenk brachte und du es zertrümmert hast, bin ich endlich aufgewacht. Ich bin all die Jahre blind gewesen und habe mir vorgemacht, dass du eines Tages wieder in Ordnung sein würdest. Die Helen, die ich geliebt habe, ist tot. Ich versuche mich heute daran zu erinnern, wie es vor vielen Jahren war, als wir geheiratet haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich bin erschöpft. Ich weiß, dass es Travis alleine gut gehen wird. Ich werde dich wiedersehen, Helen. In ewiger Liebe, Richard. Jetzt ist sie offen. Ich glaube, unser Vater hat versucht, unsere Mutter wiederzuholen. Nur dabei ist einiges schiefgelaufen, wie es mir scheint. Abgeschlossen. Ja. Hier. Nein, dann war es hier. Hier war der Wechsel der Welt möglich, oder? War es hier? Bin ich richtig? Ja. Gut. Einmal bitte wechseln. Dann wieder zurück und das Herz kaputt machen. Und dann sehen wir weiter, was noch so alles hier abgeht. Und nochmal so ein schöner Speicherpunkt wäre eigentlich auch genial. Ist hier nicht einer in der Ecke? Mal gucken. Nochmal kurz gucken. Lass mich auf die Karte. Da oben wäre einer. Der ist auch zu weit weg. Nicht in nächster Nähe. Ach ja, das dicke Viech. Hallo. Tschüss. Warum läuft eigentlich dieser Bossgegner hier die ganze Zeit noch rum? Ich verstehe es nicht. Es geht mir nicht in den Kopf rein. Gut. Kein neues Viech aufgetaucht. Das finde ich ja schon mal super. Super, Puba. Nee, nicht Pause, sondern Inventar und das Juwelenherz einsetzen. Ich schlage das Schmuckherz ein. Da drin ist irgendetwas. Ein Ring. Den Ehering gefunden. Ich glaube, im Ring ist etwas eingraviert. Was? Untersuchen. Auf dem Ehering sind ein paar Worte eingraviert. Für meine Juni-Braut in ewiger Liebe, Richard. Juni, Juni, Juni. Wir haben uns schon den 12. aufgeschrieben gehabt. Das heißt, den 12. als Tag. Und ich glaube, jetzt haben wir auch den Monat gefunden, den wir noch gesucht haben. Damit fehlt uns ja rein theoretisch nur noch das Datum. Ja. Oh Gott. Jetzt ist die Frage, wo zum Teufel kriege ich das Datum her? Die Bar können wir nicht betreten in beiden Welten nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Bom, 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 bom. Wir können natürlich einfach die ganze Zeit ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass es Sinn und Zweck der Sache ist. Oder ich habe in der alternativen Realität noch irgendwas vergessen. Gut, es gibt natürlich noch einige Türen, die ich nicht untersucht habe. Und wir waren in der alternativen Realität noch nicht in der Rezeption drin. Eventuell hat das alles damit was zu tun. Oder da können wir noch das finden, was wir benötigen. Oder was wir suchen. Oder. Ja, es gibt so viele Oders eben gerade bei der ganzen Sache. Jo, und ach, ich weiß ja noch nicht, ob sie das wussten, aber ich laufe einfach mal dran vorbei. Upsala, sorry. Also nochmal die Realität wechseln und zur Rezeption laufen.
Achso, Verspätung liegt daran, dass ich die Haupt auf Kolossus verschickt habe und auch die Treiber natürlich runtergeschmissen habe. Und dabei hat es mir wohl auch meinen USB-Treiber zerschossen. Und ja, 3 Wiederherstellungspunkte später war das Ding dann wieder in Ordnung. Nur jeder Wiederherstellungspunkt hat irgendwie gefühlt eine Stunde, zwei gebraucht. Wer hat sich nochmal eben gerade so beschwert, dass hier doch relativ wenig los sei? Da kann ich im Übrigen nicht lang. Danke, Viech. Ja, natürlich. Lasst mich doch in Ruhe. Viel zu voll hier. Eindeutig viel zu voll hier wieder. Das kommt mir aber eher so vor, als wäre es. Ja, doch, das ist die richtige Tür. Als würde es jetzt erst voll werden, nachdem ich gesagt habe, dass hier wenig los ist. Oder beziehungsweise nachdem ich gesagt habe, dass ich verfolgt werde. Lasst mich! Ich bin klein, süß und unschuldig. Ach, scheiße, in die Rezeption kann man ja gar nicht rein. Das Tor ist fest, Wand kaputt. Toll. Wurst. Gibt trotzdem noch eine Möglichkeit. Alto Belli, wie soll man denn da reagieren? Man sieht die Viecher und schon ist man besprungen. Geiler Typ, du, ich bespring dich. Ja, und dann noch mit der schönen Kamera. Ja. Es ist ja schlimmer, als würde jemand dauerhaft Daddy, Daddy, where are you? rufen. Für alle, die sich das Schloss ist defekt an Silent Hill 4 neu erinnern können. Staff Room haben wir auch noch nie untersucht. Oh. So viel zum Staff Room, würde ich sagen. Also mit untersuchen wird ein bisschen schwer. Oder? Ja, a little bit. Moment. Ey, wie oft ich die Karte aufgerufen habe, möchte ich gar nicht wissen. Wir können die Welt nochmal wechseln. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Und ja, das Ganze außenrum gerendert hat natürlich jetzt. Hier war ich noch nicht dran. Hä? Okay. Oder ich habe was vergessen. An meine geliebte Frau. Ich vermisse dich schmerzlich. Ihnen dabei zuzusehen, wie sie dich weggebracht haben, war wie ein Dolchstoß in mein Herz. Es gab keine andere Wahl, aber ich fühlte mich jetzt so einsam. Habe ich das nicht schon mal vor? Egal. Auf den Rat des Arztes hin habe ich Travis gesagt, du seist tot. Deswegen habe ich ihm gerade so schnell auch gelesen. Vielleicht wäre es besser, wenn du es wirklich wärst. Helen, wirst du jemals zu mir zurückkehren? In ewiger Liebe, Richard. Habe ich das jetzt nur vergessen oder? Das ist jetzt etwas ungünstig. Hust, hust. Es könnte sein, dass ich das einfach vergessen habe. Also nochmal zu sammeln, weil ich ja einmal gestorben bin. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich weiß es echt nicht, Leute. Ach, und nicht wundern, ich nehme heute das komplette Finale auf von dem Spiel. Also komplett die Tototti. Komme was wolle. Scheint nicht zu funktionieren. Toll gemacht, toll. Diese Tür ist verschlossen. Vom Staff Room stand ein Auto, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ah! What? Oh, Alter. Viel zu voll hier. Besonders standet die einfach nur viel zu ungünstig. Ja, nein, ist gar nicht verschlossen. Das Schloss ist defekt. Das ist auch eine Möglichkeit. Okay. Ich guck mich hier weiter um, was hier los ist. Moment, bevor wir das machen, machen wir noch was anderes. Ach, da ist nochmal so ein. Ich schnüffel die ganze Zeit auf dem Boden rum, Viech. Ich werde einfach mal langsam. Sehr langsam. Danke. Jetzt ist sie offen. Gut gemacht. Gut gemacht. So. Ich speichere hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge an dieser Stelle weiter. Ich bin euer Hellhund 1986. Wir spielen Silent Hill Origins. Bis dann.